1951 wird der erste Tatra-Triebwagen in Prag vorgestellt. Er hat die US-amerikanischen PCC-Großraumwagen zum Vorbild. Bis Ende der 90er Jahre entstehen im Tatra-Werk in Prag 21 Varianten. Über 20.000 Fahrzeuge werden auf die Gleise gestellt. Abnehmer sind viele Ostblockstaaten und natürlich auch die ehemalige DDR. Dort werden in fast allen Städten Tatras in Dienst gestellt. Begleiten Sie uns durch die Vergangenheit dieser interessanten Straßenbahnen. Wir zeigen Ihnen die markanten Züge in fast allen Städten Ostdeutschlands zu DDR-Zeiten und heute. Kommen Sie mit nach Prag, ins Heimatland der Tatra, oder mit nach Stettin, wo heute noch ehemalige Züge aus Berlin fahren. Sehen Sie modernisierte Züge, Umbauten mit Niederflurteil und Museumszüge im Einsatz. Ein Film, der in 58 Minuten nicht nur Straßenbahnfreunde begeistern wird.